Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem brandneuen Let's Play oder was auch immer ich es nennen werde, For Honor. Und zwar spiele ich hier wieder mit meinem kleinen Bruder Philipp. Servus. Dieses Spiel ist schon seit Jahren draußen. Es wird hoffentlich jeder kennen. Wenn nicht, es ist einfach so ein kleines Schlachtspiel mit mittelalterlichen Rittern und Fuzzis, die sich gegenseitig den Arsch aufreizen. Und ich habe das privat gezockt, habe den Story-Modus schon durch und jetzt werde ich mit dem Philipp mal die ganze Multiplayer-Kampagne machen. Also einfach so Duelle durchführen und gucken, wer so gewinnt. Ich mache da jetzt bloß eine Folge und wenn es gut ankommt, mache ich ein bisschen mehr davon. Wenn ihr das sehen wollt, wenn nicht, dann lasse ich das bei diesem Video. Und werde jetzt nicht weiter drauf einreden und einfach spielen. Ja. Immer behalt es. Und vielleicht sogar gleich sterben, wenn ich jetzt. Ah. Oh. Und wie man sehen kann, muss man hier auch ein bisschen blocken, damit. So. Damit man keinen Schaden kriegt. Und dann gibt es noch die Hinrichtungen, die ich jetzt nicht geschafft habe. Was dann auch ab und zu mal richtig geil rauskommt, wenn man so eine Hinrichtung hinkriegt. Gegen die hast du fast verloren? Ja, weil ich ja am Erzählen bin und so Zeug und deswegen. Ich war halt unkonzentriert. Ja, und mein Charakter ist übrigens ein Centurio und dann muss man auch auf Ausdauer achten und so Zeug. Und dann gibt es halt so verschiedene Spielmodi. Und das war jetzt eine Hinrichtung. So. Und dann kann man noch so verschiedene Emojis machen. Im Grunde genommen nur zwei. Oh. Also du machst das gleiche Taktik wie ich immer. Scheiße. Die ist halt für Dings, für Fernkampf gut und ich bin halt nur so im schlichten Nahkampf. Aber jetzt habe ich sie. Also es gibt so zwei von den Emojis und ja. Mehr brauche ich da jetzt nicht mehr sagen. Punkte verteilen 4. 4 Sterne. Dann gibt es hier die Belohnungen und die Levelstufungen. Und ja, dann kann man Kartenauswahl. Mache ich jetzt noch das. Ja, das da. Rückspiel. Dann machen wir noch ein Rückspiel und dann gehen wir in die nächste Runde und gehen zu einer anderen Modi. Nämlich gibt noch außer Duellen so Herrschaftsschlachten, dann so Sturmschlachten, wo man mit so einem Rambock Tore einschlagen muss. Und ja. Und so Feldschlachten. Aber das kommt dann alles später. Ja, was gibt's sonst noch so zu erklären? Sonst wüsste ich gerade eigentlich nichts.
Warum der? Ja, scheiße. Hätte man noch verkauft. Ja, komm schon, yeah! Rein in die Brust! Und runter mit dem Schädel! In Centurio finde ich bis jetzt der beste Charakter. Danach kommt hier der Wächter, wo Philipp gerade hat. Das ist mein Zweitlieblingscharakter. Und dann, wenn die Gegner so am Abgrund stehen, könnte man die eigentlich in den Hades schicken und in den Abgrund runterschmeißen. Und zwar mit dieser Blocktaktik, wenn es denn endlich geht. Jetzt nicht. Nein! Sage. Man muss halt den Gegner richtig an der Schwelle haben und wie es aussieht, hat Philipp verloren. Ja, wir haben gleiche Gedanken gehabt und der war ein Tick schneller. Wir wollten beide gegenseitig blocken, aber der war schneller. Oh. Ja, und dann, wie man schon gesehen hat, was ich auch erwähnen könnte, ist, dass es hier drei Fraktionen gibt. Einmal die Samurai, die Ritter, wo ich angehöre, und die Wikinger. Und ja, ich habe mich für die Ritter entschieden, weil ich die eigentlich besser finde. Nein! Und wir haben wieder verloren. Es kann doch nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Das. Ach so, und wir spielen das jetzt mit KIs und sonst gäbe es noch die Möglichkeit, gegen andere Spieler zu zocken. Okay. Aber das wäre für uns viel zu schwierig, weil wir kriegen es ja nicht mal mit diesen KIs gerade hin. Komm schon, rein in die Brust und dein Schädel kommt weg! Nice. Nein. So, wo ist jetzt? Da drüben. Du erzählst, falls ich dir helfen muss. Und das war sein Hinrichtungsstil. Es gab mal so ein Assassin's Creed Event hier, wo man so Assassin's Creed Effekte sich holen konnte. Ich habe das aber leider nicht hingekriegt. Und jetzt ist halt dieses Event vorbei, was ich extrem geil fand. Ja, jetzt habe ich ihn da runtergeschickt. Ja, und so hätte man ihn noch von oben killen können. Boah, jetzt kommt er aber mit der Rache raus. Ist gestorben. No. Okay. Ich hab meinen Gegner in die Klippe runtergehen. Hör mal auf. Mann, der macht das Emoji nicht. Erfüllte Befehle, echt cool. 300, Nice. 324. Zerlegen, bestätigen, bestätigen. Also dann gehe ich jetzt mal raus und guck noch nach einer anderen Mission, okay? Ja, und das ist so lange nach. Was ist das? Ach so, Ranglistenduell. Guck ich nach. Schlacht. Dann machen wir dieses. Warum kann ich Deathmatch, Tribut, Deathmatch machen wir und dann auf Spielen. Die Ladezeiten sind etwas länger, also ihr könnt da ruhig vielleicht noch ein bisschen vorspulen.
Okay, Freude bringt noch, das ist gut. Das ist noch ein bisschen. Das ist noch nicht. Stimmt, ich muss noch runter noch. Jemand noch mal noch anrufen. Wer? Deine Mutti? Mami. Die ist ja nicht das Fleisch. Ja, aber da bin ich jetzt ein bisschen spät. Ja, die haben sowieso gerade. Warum kann ich das nicht anklicken? Ah, doch jetzt. EP-Boost. Dann nehme ich wieder für den Anfang den Centurio. Was soll man jetzt eigentlich? Wir haben Deathmatch, also entweder so Schlacht oder Scharmützel. Das ist ein Wikinger, das ist ein Samurai, das ist ein Ritter und das ist ein Ritter. Von der Ritterfraktion. Und das bin natürlich ich, dieser Centurio, wie ich ja schon erwähnt habe. Wo ist ich bei dir? Neben dir. Möchtest du dann so hinten? Wieso sind wir die Angreifer und was haben wir denn? Scharmützel in dem Fall. Da geht es darum, Punkte zu farmen und die gegnerischen Leute abzuschlachten. Und die Gegner haben, wie ihr seht, so kleine Bauernleute. Zu viele Leute auf einmal. Ja! Erste Hinrichtung. Ja, nur Glück. Ihr gewinnt. Wow. Das Match ist noch nicht mal 5 Sekunden alt und dann kommt schon ihr gewinnt. Das kann sich aber immer noch ändern. Nur weil wir 135 Punkte haben. Nein! Boah, da sind sie schon in den Graben geflogen. Ja, das ist sehr tief, das Wasser. Da müsst ihr sehr aufpassen, wenn ihr da reinfliegt. Der hat einen Double. Boah, der will sich aufheilen. Der hat einen Double Kill gemacht, der. Kleine. Der ist halt nix. Ja. Oh, das ist ja ein Feind. Und jetzt rein da! Jawohl, der nächste Kill geht auf meine Rechnung. So. Man könnte es bei der nächsten Runde mal mit einer Challenge probieren. Und zwar die Challenge nicht zu sterben, aber das schafft irgendwie. Das würde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, eigentlich habe ich mal einen Kill, oder? Ist das jetzt ein. Ne, das ist ein Dean-Kollege. Selten Kills 3, davon habe ich schon 3 Kills gemacht. Nein! Die hat sich geöffnet! Ja, der hat jetzt mir den Kill geklaut. Das ist natürlich auch so die Sache bei diesem Spiel, dass. So, jetzt habe ich aber. Und jetzt steht da oben Itachi, das bin ich. Ist heroisch. Ja. Der gehört aber mir. Hey, der gehört mir. Ja, mach ihn schnell fertig. Ich schau dir so lange zu. Heilung brauche ich jetzt nicht. Bis da unten sind wir.
Oh, der hat jemand vollschild. Ausdauer ist weg, ziehe ich zurück. Und dann gibt es noch die Spezialfähigkeit, keine Ausdauer zu haben, indem ich jetzt die 2 gedrückt habe. Ja. So. Das ist. Nein! So. Kann ich irgendwo Heilung dazu? Boah, Scheiße. Jetzt aber weg. Also ich bin noch kein Mal gestorben. Vielleicht schaffe ich es hier. Ich kann meine Heilung nutzen. Wow. Boah, das ist schlecht, wenn ich hier so an der Schwelle stehe. Aber jetzt, da ich es. Nein! Von hinten! Ich habe Gesichter, hat er den schon. Da kriege ich Schwertboost. Ihr müsst mich mal kurz auffallen, der ist auch schon schwer verwundet. Da! Ich war zur Zeit und der fliegt Da hinten rum. ist Schild. Gerade Das ist runter. auch so ziemlich Heilung. So. Er macht es. Jetzt kann ich in Ruhe irgendwo noch Heilung suchen. Macht es wirklich? Oder ich tue so kleine Goblins töten. So, vielleicht kriege ich den. Jawohl! Und ich bin Gott. Gottgleich oder sowas stand da, glaube ich. Und ich habe den letzten Siegeskill gemacht. Läuft. Rang 5, Level 100 und 9. Also das war's mega gut. Und ich habe noch so einen Schauf dazu gekriegt und ein Level Up. Aber da die Rüstung vom Aussehen mir nicht so gefällt, tue ich sie immer gleich zerlegen. Und das da, das muss ich mal angucken, aber das sieht, naja, aus. Jetzt frage ich dich, Philipp, sollen wir noch eine Runde machen oder willst du aufhören? Oder mit der Aufnahme meine ich jetzt. Ich mache noch eine Runde und dann danach höre ich auf. Und zwar zeige ich noch, wie ich mit dem Ritter umgehen kann, nämlich extrem schlecht. Wieder der EP-Boost zu mich holen. Ich finde die Klinge von meinem Ritter extrem geil. Und Philipp ist in dem Fall diese Walküre nebendran. Die hier. Das sind ja doch. Ach, hm. Im Fortnite hatte ich auch alle Achilles 12, 13. Ja. Wird bestimmt das so eine 30 bis 40 Minuten Aufnahme gewesen sein, wenn ich da jetzt nachgucke. Wo wie es aussieht, haben wir wieder ein Scharmützel. Und zwar ein richtig großes, weil das sind unsere Hauptmänner sozusagen, die zwei nebendran. Das sieht gar nicht aus wie so ein Hauptmann. Scheiße, das habe ich fast vergessen. So wie es aussieht, kämpfen wir gegen die Wikinger. Ja, und bei den Hauptmännern kann man keine so Hinrichtung machen. Doch. Was doch. Man kann. Ja, aber selten.
Ich krieg da keine Hinrichtung hin. Und bei mir kriege ich immer eine Richtung. So ein paar Punkte farmen. Ich hack ihn ein, er ist auf 5. Ah, schade, da war der jetzt vor mir dran. Oh, doch nicht. Dann haben sie es verkauft. Ja, haben sie es glaube wieder rausgetan. Beim Assassin's Creed Modus kann man. Ja, dann war das nur bei diesem Modus. Und außerdem waren das ja spezielle Hauptmänner. Mann, wo sind denn die ganzen Gegner? Gegnaps. Da vorne ist einer. Er geht die Leiter hoch. Ja, das Ich habe kann eine. passieren. Boah, scheiße, ich bin ja fast tot. Das sind Gegner. Ach, Ja, klar, scheiße, da manchmal kam er jetzt von jede hinten von. angeschossen und hat mich umgelegt. Der ist auch gestorben. Wo ist denn Philipp da? Ich glaube, das könnte nichts werden. Ja, was du. Mann. Oh, das war jetzt ein harter Schlag von ihr. So, das war jetzt wieder mein Kill. Alter, der. So, das war das. Da hat es wieder die Alter, die wollen immer meinen gegnerischen. Kill. Aua. Ich will doch nur den Typ heilen. Ah, von der Seite. So. Ja, Manu. So. Rein in die Seite. Wer ist die letzte? So, ich habe den letzten Kill wieder gekriegt. Sehr schön. Das war eine kurze Runde, das war jetzt echt geil. Das ist noch eine, die war auch richtig kurz. So, dann lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hat mir den. Ja, hoffe, Nein. es hat euch Spaß gemacht, Der hoffentlich. Punkt, der Ding.